Was für ein Start in das neue Jahr 2015. Herzlich willkommen zu Giganica TV. Es ist der erste Tag im neuen Jahr 2015, ein Aufbruch in die nächsten 365 folgenden Tage. Und schöner kann ein Start nicht sein. Eine weiße Pracht. Wir schauen hier auf das Gelände. Wir sind genau auf dem Gelände von dem Kloster St. Georg hier auf dieser wunderschönen Insel Reichenau. Kurz vor dem Start einer weiteren Etappe auf der Insel Reichenau. Und wie gesagt, mein lieber Thomas, es ist ein wunderschöner Tag heute. Blauer Himmel. Was will man mehr? Die Temperaturen sind auch wieder angenehm und angemessen, sodass also heute eine schöne Etappe vor mir liegen wird. Nicht wie die vergangenen Tage, wo es doch recht stürmisch, recht windig, recht kalt und auch nass war. Also, wir freuen uns gleich auf die 21,1 Kilometer, immer noch hier auf dem Damm, die 3 Kilometer, 6,5 Mal, die wir dann auch bewältigen werden. Und ich möchte an dieser Stelle zu Beginn des neuen Jahres alle herzlich willkommen heißen in einem neuen Jahr für euch mit viel Glück, mit viel Gesundheit, dass ihr euch eure Wünsche und eure Träume erfüllen werdet. Das gilt natürlich auch für die betroffenen Familien und Kinder in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, am besten auf der ganzen Welt, dass ihnen viele schöne Tage bereit liegen, dass ihnen viele schöne Momente sie erleben können und verleben können mit ihren Angehörigen, mit ihren Lieben. Das ist natürlich das Ziel für 2015. Der Rest ergibt sich. Also, macht auch ihr das Beste draus. Ja, macht immer weiter. 2015 wird auch euer Jahr werden. Mein lieber Thomas, wir haben noch viel vor. Wir haben jetzt noch einige Sachen in Vorbereitung, über die wir euch die nächsten Tage und nächsten Wochen berichten werden. Aber heute, wie gesagt, ist Thomas erstmal da, unser Giganica-Kameramann, um gemeinsam für euch den 1. Januar 2015 zu huldigen. Es sind noch 40 Tage bis zum großen Zielanlauf am 10. Februar 2015 in Konstanz. Eventuell, wir sind noch ein bisschen in der Planung. Wir verraten noch nicht, wann und wie und wo. Auf jeden Fall, das Ziel ist klar, Kinderhospizarbeit in Deutschland. Ein Jahr, 7.700 Kilometer, 365 Tage und die womöglich am Stück. Also ohne Pause, ohne Rast und ohne Ruhe. Und ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich gehe so langsam auf die 7.000 Kilometer. Nächste Woche wird es soweit sein. Da steht also die 7 davor mit 3 Nullen. 7.000 Kilometer bewältigt. Es ist ja ein schönes Gefühl. Wie gesagt, für die ambulante Kinderhospizarbeit in Deutschland. Und diese wird dann an diesem besagten 10. Februar 25 Jahre jung. Ja, 25 Jahre. Aus Olpe gibt es dann die besten Grüße von der Stiftung, vom Verein und von allen 116 ambulanten Kinderhospizen in ganz Deutschland und natürlich auch in Österreich und in der Schweiz. Wir freuen uns drauf, dazu einen kleinen Teil beitragen zu können mit dem Giganica-Projekt, mit dem Hoffnungslauf 2014-2015. Ja, und damit ich jetzt hier einen Sonnenbrand bekomme, würde ich sagen, ich laufe los und gut eingepackt. Wie gesagt, die Schuhe sind diesmal getrocknet, nicht nass, kann doch nichts schief gehen. Die Füße sind warm, ich mache mich warm und dann geht's los. Thomas wird mich ein bisschen begleiten mit der Kamera und dann, wie gesagt, sind wir soweit, starten in ein neues Jahr 2015. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Glück, viel Erfolg und bleibt uns auch weiterhin treu. Das war für euch an dieser Stelle am 1. Januar 2015 euer Hoffnungsläufer Harry und läuft.